Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer! Im heutigen Video möchte ich mit euch über ein Spiel sprechen, welches jeder von uns mal gespielt hat. Ja, ich rede von Pokémon Go. Pokémon Go hat mich damals weit über den Hype hinaus mitgerissen und bis heute spiele ich es noch fast jeden Tag. Wenn du damals bei einem 6-jährigen Ich, welches mit Pokémon Gelb angefangen hat, erzählt hättest, dass ich irgendwann mal durch die Straßen laufe und echt Pokémon fangen gehe, hätte ich auch gedacht, ja, ist klar. Ich muss sagen, ich bin von diesem Format, dass man sich für ein Spiel draußen bewegen muss, unglaublich begeistert. Meine Freunde und ich sind schon immer gerne spazieren gegangen und auch vor Pokémon Go haben wir bereits Ingress gespielt. Acquiring position. Downloading latest Intel package. Welcome back. Wer das nicht kennt, das war auch schon ein Spiel, für das man draußen rumlaufen musste und wo zwei Teams gegeneinander gespielt haben. Die Portale, die damals die Spieler bei Ingress eingereicht haben, wurden übrigens als Pokestops in Pokémon Go übernommen. Ich habe schon mehrere unvergessliche Tage und Nächte erlebt, bei denen ich mit meinen Freunden draußen unterwegs war, um einfach Pokémon zu spielen. Vor kurzem war ich während eines Events draußen mit meiner Freundin unterwegs, um Pokémon zu spielen und plötzlich haben wir einen Aussichtspunkt entdeckt, von dem aus wir unseren wundervollen Sonnenuntergang ansehen konnten. Das und viele weitere schöne Erlebnisse hatte ich nur durch dieses Spiel. Und genau heute, am Ausstrahlungsdatum dieses Videos, ist mein Pokémon Go-Account ein Jahr alt geworden. Pokémon Go ist übrigens der Grund, warum ich in Köln kein festes Bahnticket besitze. Ich erledige alles, was ich hier machen muss, zu Fuß. Und so kommt es schon mal vor, dass ich am Tag bis zu 10 Kilometer teilweise laufen muss. Und das ist auch der Grund für mein sexy Body. Aber ja, worauf ich jetzt hinaus wollte, ich zeige euch mal meinen Spielfortschritt nach genau einem Jahr. Also, ich habe damals mit Stolz und bis heute nicht bereut Team Gelb gewählt und bin derzeit Level 33. Arena-technisch bin ich noch nicht so fortgeschritten, aber das liegt auch daran, dass das neue System erst seit 2 Wochen draußen ist. Ich bin übrigens ein sehr großer Fan davon. Mit Pokémon Go bin ich seit Beginn 1229,3 Kilometer gelaufen. Ich habe über 10.000 Pokémon gefangen und dann über 9.300 Pokéstops gedreht. Dann habe ich auch schon über 1.000 Pokémon entwickelt und seit neulich über 500 Eier ausgebrütet. Die restlichen Statistiken kann ich euch auch nochmal zeigen. So, hier unten habe ich auch schon das meiste Gold. Mein Pokédex steht gerade bei 233. Von den derzeit erhältlichen fehlt mir nur noch Incognito. Und dann zeige ich euch nochmal meine Stärksten im Team. Da haben wir zweimal Dragoran, zweimal Garados, zweimal Aquana, der Rihorn und noch ein paar andere, die ich mir hochtrainiert habe. Und mein ganz besonderer Fang, das goldene Carpador, welches ich endlich in einem Raid erhalten habe. Ich suche übrigens noch Spieler in Köln, mit denen ich mal etwas stärkere Raids machen kann. Vor allem, wenn die legendären Pokémon bald rauskommen sollten, müsste man sich mal mit mehreren zusammentun. Ich wohne derzeit in Köln Süd, würde aber auch überall anders in Köln mal zum Zocken rüberkommen. Wenn ihr Lust habt, mal mit mir draußen unterwegs zu sein, dann schreibt mir doch mal auf Twitter oder Instagram. Was war eigentlich euer großer Pokémon Go-Moment? Spielt ihr das noch oder habt ihr das mal gespielt oder habt ihr nur den Hype mitgemacht oder habt ihr einfach ein paar schöne Geschichten dazu zu erzählen? Und vor allen Dingen, gefällt euch dieses Video? Gebt mir mal einen Daumen hoch und schreibt es mir in die Kommentare. Schönen Gruß geht übrigens raus an Herr Spieletrend Schilling, der mit diesem Video keine Kollaboration mit mir machen wollte. Du schuldest mir einen Kommentar, du Sack. Ja, das war mein Jubiläumsvideo zum einjährigen Bestehen von Pokémon Go. Schweren Herzens musste ich mich von einer Lampe meiner Softbox verabschieden, die mir beim Aufbau dieses Videos runtergefallen ist. Aber Schärfe soll ja bekanntlich Glück bringen. Ich bin übrigens ab Donnerstag wieder auf dem Gond Festival in Riedenkreuth. Das heißt, irgendwann danach wird es wieder einen ganz schönen abgefuckten Festivalblock geben. Bis dahin, haut raus und bis zum nächsten Mal. Bist du bekloppt und nicht plemplem? Dann abonniere Master Jam.